Komm, ganz egal, welche Zeit, ja, ich geb dir was aus. Grad, warte. Hallo? Ja, Bro, Skier. Hi. Vom Digga. Kanal Karg und Kunst. Ja, seid ihr das? Digga, filme einfach. Junge, wir haben schon gedacht, wir finden dich nicht, sag ehrlich. Jetzt geht's los, Leute. Hey, Reese. Was machen wir jetzt? Ja, wir schauen uns jetzt hier ein bisschen auf entspannt die Maximilianstraße an und dann müssen wir noch für den Tommy hier ein bisschen was shoppen gehen. Zeig mal. Weiß, ja. Hey Reese, was geht ab? Boah, spreche ich mit heute die ganze Zeit mit Reese an, Digga. Hey Reese, sag mal dein Outfit. Ah, Kaglin. Bro. Reese Cooper Hoodie. Dann hier habe ich meine klassische Levi's, meine New Balance. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Habe ich schon ewig. Ring. Bro Love. Haben wir selber gemacht. Schaut an den. Wie heißt? Fast die Beatle auf Instagram, Beatle. Leute. Schaut rein. Einer muss einfach Jungs, Ausweis zeigen bei Chick kaufen. Ich verstehe manchmal aber die Verkäufer nicht. Ey, zeig mal Ausweis. Und dann hat er nicht gecheckt, wo der Name draufsteht und wo das Datum ist. Der kroatische Pass ist schwierig. Das ist österreichischer Pass, Bro. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Jolaland. Chillen mit den Boys an der Isar. Jetzt bräuchten wir nur noch eine nice Whip. Das ist, wenn man einfach sein GoPro-Licht hier nicht dabei hat. Schmerz. Digga, ich bin so am Schwitzen für den Content. Bro, jetzt fühle ich erst zum ersten Mal, wie die anderen immer reagieren, wenn du hier in die Kamera hinfällst. Nein. Yeah, I said sorry so oft, sorry so oft. My head is on Platz and my hands is on low. Starnberger, Leute, ihr wisst Bescheid. My man got an avocado bagel, I got my salmon. Yeah, I'll catch you later, guys. Alles alte Fabrikgebäude. Jetzt gleich Samsa G, bist du hype? Ja, Bro, ich bin unnormal hype. 2 Stunden später. Was sagst du, hat's dein Leben verändert? Bro, ich bin absolut sprachlos, an Gott. Okay, okay. Also sieht auch echt gut aus für die Leute, die gern Sushi essen. Yo, yo, yo. What up? Freitag. Ich bin auch wieder am Start. We're out here. Didn't even eat anything and we're gonna head to Haus der Kunst. There's this new exhibition that I've seen all over my Instagram feed about. It's like, fuck, was ist Nebel auf Englisch, bro? Fog, Alter, wie fällt mir Fog nicht ein? We got these two motherfuckers again. So, yeah, let's hit it. Thank you.
Ah, kein Scheiß. Jo Leute, was geht? Ich melde mich heute auch mal. Ja, Leute, wenn ihr mit einem Model unterwegs seid, hier 13.22 Uhr, erste Mahlzeit. Bro, was soll ich machen? Tiefschwarz. Also tiefschwarz gefärbt und innen angeraut für den Herbst und Winter. Aber ist auch Biobaumwolle. Genau. Okay. Aber der war aus Österreich und der ist aus Deutschland. Ah, okay. Genau. Nee, und jetzt alles in Deutschland tatsächlich. Noch Lederjacken von Miguel, bei den Italien gemacht, aus italienischem Lammleder. Keramik aus Bordeaux, die Ringe sind von Antoine Laburel. Die schaut schon echt nice aus. Die Ringe sind. Ich glaube, es ist so, dass man also die ersten Steps macht, ist ja auch nicht so einfach, oder? Tatsächlich, weil ich komme aus dem Vertrieb. Also ich habe wie Fabian. Versicherung. Ja, aber bin dann über Praktika relativ schnell im Modevertrieb gelandet, im Showroom. Und dann. Also um Mode zu machen, braucht man halt Geld, ne? Ja. Leider. Deswegen muss es sich auch irgendwo rentieren. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber so, ich finde es ja dann eigentlich krass, dass du sagst, du produzierst in Deutschland so. Also, ich denke mal auch nicht so viele wahrscheinlich, oder? Nee, es gibt auch kaum noch Manufakturen tatsächlich. Also es gibt bei mir in Deutschland, was das so Lohnnäherei angeht, gibt es noch zwei oder drei. That's it. Alle Knöpfe kommen aus Augsburg. Die Stoffe kommen aus Deutschland oder Prato bei Florenz. Das ist schon richtig Netzwerk aufgebaut. Ja, aber halt alles irgendwie im ich sag mal, Umkreis. Also Florenz ist am weitesten weg, aber ist ja auch jetzt nicht so weit. Der CO2-Abdruck ist relativ klein. Ja, okay. Ja. Sehr nice. Ja, gut. Also, es kommt halt immer gut an. 2017, 2018 hat Masch auch hier eine Ausstellung mit mir zusammen. Okay. Eine Foto-Ausstellung. Wien muss ich auch wieder ein bisschen mehr pflegen. Ja, nice. Und hat es ja von Anfang an gleich gut funktioniert? Das dauert, ich habe noch keinen Cent in Werbung investiert. Hey. Das freut mich sehr. Yeah, die Hood-Jungs. Yeah. Ja, also das war gut gemeint, Bro, aber. Schau, der LMFAO macht das sowas. Ja, genau, er frontet dann richtig. Ja, ja. Ich war dieser Roboter in LMFAO. Ich musste hier ein bisschen Spice reingeben und das Ganze. So, also wir waren jetzt gerade bei Maison Rose, war chillig. Nein, ich sperre jetzt nicht auf, ich mach gerade einen Take, Bro. Also, wir waren gerade bei Maison Rose, beim Louis. Was sagt ihr zwei Bros dazu? War gut, netter Typ, war interessant. Was sagt ihr zu den Pieces? War nice. Ich finde es geil, dass er in Deutschland überall produziert. Und in Österreich mal produziert hat. Österreich produziert. Na, also, dass er auf jeden Fall lokal ist, das ist sehr nice. Und die Quali stimmt auf jeden Fall. Also, das bekommt man schon mit, da steckt was dahinter. Ja, und ich finde, da steckt einfach so viel Charakter auch drin in dem ganzen Projekt mit seinem Atelier und so. Übelst netter Typ so. Außer, dass er eben connected so und dass er nicht nur seine Sachen dasteht, sondern auch die Sachen von Dan eben oder wer war der andere, die mit der Lehrjacke? Ja, Miguel Ferrino, ja, und dann hatte er noch von einem Franzosen Schmuck da und so. Voll, ja. Also. Also wenn man jemanden supporten will, dann ihn. Swish. LeBron for three. Bro, Alter, was? Airball. Airball. Jo, was geht jetzt? Essen ins Yabi. Und wir haben alle einen Mordshunger. Alter, ich bin auch so out of fuel. Handy wird irgendwie auf Krampf noch ein bisschen geladen. Zeig mal dein Runway-Piece von Magella hier. Background. Bro. Boah, Fourth Effect. Au. Yo, shit. Au. Oh damn, das ist so crazy. Wie schaut's bei dir aus? Was nimmst du? Die Nummer 62 Tuna Teriyaki. Was nimmst du? Erstmal Maki als Vorspeise und dann entspanntes Curry, Gar Curry. Einfach Lappen, während ich Werkstatt München-Stäbchen hat. Alter, ich dachte schon, dass sowas kommt. Oh God, Bro. Bitte. Yo, kurzes Essen-Rating. Tommy. Fürs Curry gibt's eine 7,5. Von? Digga, jetzt hat einfach gar nichts mehr gesagt. Von 10, Leute. Von 10.
Ja, Leute, ich hatte Lachs Teriyaki, war wie immer stabil, bin hier immer voll zufrieden, Javi, bestes Restaurant. Und wenn ihr so die nicen Places hier wissen wollt, hittet meine DMs. 9 von 10. Also kann ich nur bestätigen, war top, von mir auch eine 9 von 10, vor allem fürs Ambiente hier. Ciao. Hau rein. Ciao, Bro.